So, und damit geht's schon weiter in die nächste Folge Fallout 4. Auf in diesen vermutlich letzten Pratzikamer. Dachtest du, könntest dich von mir verstecken? Pech gehabt. Das macht echt viel Schaden, ey. So viel dazu. Keine Ahnung, was gerade nicht gelandet. Alte Welt, was? Du sagst es. So, Betriebsleiter Mr. Saul Aronson. Was ist denn mit den Veranstaltungen? Das hat man schon. Betriebsbudget. Ja? Hallo? Anleitendes Personal. Und Betriebsbudget. Im Titel. Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung Massachusetts Rekordverluste verzeichnet. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu den mit schlechtesten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weiter Marktführer für öffentliche und städtische Versorgungseinrichtungen bleiben wollen. Die Geschäftsführung möchte hiermit Westen Betriebsleiter Mr. Saul Aronson Lob für seine mutigen Experimente im Bereich des Abwasserrecyclings aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind und dass die Einsparung bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zukunft haben wird. Ja, komm hier, das Wasser muss jetzt nicht ganz so aufbereitet werden. Wir können auch ein bisschen schmutziges Wasser trinken. Aber komm, wir verdienen Geld. Ach schön, ey, das ist ja wirklich. Also in der Welt von Fallout, auch davor, vor dem Atomkrieg, will ich nicht gelebt haben, ey. Die sind doch alle korrupt, ey, aber wirklich alle. Oh. Schöner Grafikbock. Cool. Vor allem hätte ich wieder gar nicht gedacht, warum hier kommt Paul da oben. Lol. Alles XP, die ich mitnehmen will. Ich glaube, gucke ich jetzt zuerst in die Runden, oder? Von oben ist es, glaube ich. Es ist mehr als 200 Jahre her, dass ich ein Telefon klingeln gehört habe. Naja. Was soll's denn auch klingeln? Kotzwirf, du bist wirklich keine Hilfe, ey. Aha, da bist du also. Der Typ macht mich fertig, ey. Ist da irgendeine Bombe dran? Nein. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt Verandamöbel in Siedlungswerkstätten bauen. Oh. Was machen wir damit? Verwaltungsaufzeichnung. Wird eine Protokolldatei zum Anzeigen auswählen. 18.10. Abdichtung des Geschütz
Verteidigungssystems abgeschlossen. Die ersten Tests sehen vielversprechend aus. Die neuen Sensoren sollten dafür sorgen, dass sie sich abschalten, falls der Laden mal wieder überflutet wird. Ich bin schon froh, wenn sie nicht wieder alle 2 Wochen einen Kurzschluss haben. Aber warum haben die hier in der Aufbereitungsanlage Geschütztürme aufgestellt? Was macht das für einen Sinn? Also haben die wieder irgendwas verheimlicht, irgendwelche Tests noch gemacht, was weiß ich. Und sie funktionieren. Emmys hat den Sedimentierungstank gesäubert und wieder vergessen, das Ansaugventil zu schließen. Riesenüberschwemmung, Geschütz 4 ist verschwunden, bevor es Schaden nehmen konnte. Ist sofort wieder aufgetaucht, nachdem sie das Ventil geschlossen haben. Klappt also prima, nur schade um Emmys. Routinewartung der Wasserpumpen, nicht das, was nötig wäre. Die Zentrale hat vielleicht an allem anderen gespart, aber die Dinger werden ewig halten. So, schmeißt am Dienstag irgendeine Art Presseparty, also müssen alle am Montag Überstunden machen, damit alles anständig aussieht. Hab ihnen gesagt, dass ich den Tag brauche, um die Geschütze umzuprogrammieren, damit sie nicht die Gäste erschießen. Dafür brauche ich 10 Minuten. Den Rest des Tages kann ich mit etwas Produktivem verbringen. Der wurde gefragt. Verbundene Einheiten 10. Hohoho, da wisst ihr, was da drin abgeht. Über Verteidigungssystem. Die Geschütztürme sollten ausschließlich von ausgebildeten Personen genutzt werden. Nutzerbefehle sind auf die Aktivierung und Deaktivierung der mit diesem Terminal verbundenen Geschütztürme beschränkt. Für alle anderen Funktionen wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Techniker. Jegliche Manipulation führt zum Erlöschen der Garantie und bewirkt eine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Hersteller im Falle von Verletzung und oder Tod von Nutzern der Passanten. Ja, warum bauten wir sowas in der Wasseranlage ein? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Nein, nicht das. Das ist die Idee. Das sind wahrscheinlich die 3, die ich ausgeschaltet habe. Gut, gehen die mir schon mal nicht mehr auf den Sack. Fusionskern hier, nein! Das sind solche Fusionskernreaktoren. Wird nur vom Geräusch her. Ein Bunsenstativ. Mal wieder. Okay, wir machen es ganz einfach. Geht jetzt irgendwo hier in der Nähe vom Ausgang. Noch mal alles ab. Nee. Da unten wird bestimmt noch mehr sein. Mach ich lieber Kleiplatz, bevor ich da unten irgendwie verlangsamt bin. Das ist dann vielleicht mitten im Kampf oder so. Nee, lass mal. Wieder irgendwas kommt, Meierlots oder so, wenn ich hier wieder was aktiviere. Hochwasserschutzplatz. Ich guck's mir lieber erstmal an. Das TG hat wohl da. Hochwasserschutzpumpen aktiv 0 von 4. Inzwischen Kapazität.
Industrielles Hochwasserschutzsystem Mark 6 Betriebshinweise. Diese Anlage wurde mit 4 Notfall-Hochwasserschutzpumpen Mark 6 ausgestattet. Diese vollautomatische Wasserpumpvorrichtung sollte Ihre Anlagen auch in den kommenden Jahrzehnten sicher und trocken halten. Im unwahrscheinlichen Fall einer starken Überflutung kann es bei Mark 6 Pumpen, die komplett unter Wasser gesetzt wurden, zu einem Ausfall kommen. Verwenden Sie die automatisierte Software auf diesem Terminal oder betätigen Sie den Pumpensteuerungsschalter in der Nähe der Pumpe, falls Sie die Pumpe neu starten müssen. Hierdurch wird ein zweiter Motor aktiviert, der die Verstopfung beseitigt und den normalen Betriebszustand der Pumpe wiederherstellt. Also würde ich fast vermuten, dass es nicht funktioniert. Natürlich sind es Meyerlurks, was auch sonst. Ich hab's noch angeteasert. Oh Gott, sie, Mann. Wie haben Sie verzogen, was? So nicht. Ganz und gar nicht. Das war die Stelle, wo der Hardstad rausgekommen wäre. Ja. Okay. Ach, die wollten sich ja irgendwie raushauen durch die Tür wahrscheinlich, weil die nicht mehr aufging. Der Lötkolben, C-Vorschlaghammer. Hat wohl nicht ganz so geklappt. Hier, dann kann man auch nochmal looten. Nice. Nein. Das wär's. Aber oder noch ein zweiter Meilenwerk. Da ist er. Ja, voll. Sehr nice, der stand gerade richtig gut. Ich wollte nur kurz nicht unbedingt treffen. Aber hat ganz gut geklappt. Ja, natürlich. Ja, voll. Genau so. Okay, sobald ich das Ding hier abpumpe, kommen wahrscheinlich noch mehr. Oh, da, da.
Einfach zur Sicherheit. Gut, mein Freund. Genau, ich mach dein Kopf bewegen. Alles klar, ich weiß, was kommt. Eine Majorlo-Königin. Da habe ich ja jetzt schon Bock drauf, ey. Diese ganzen scheiß Geschütztürme würden mir auch noch auf den Sack gehen hier drinnen. Ich hatte ja, hat man ja schon gelesen gehabt, dass die sofort aktiv gehen, sobald das Wasser weg ist. Das Geräusch von Potzi war. Unter die Mess ist gegangen, Sir. Ja, bin ich. Nein, jetzt hör mal auf, das Wasser zu trinken. Keine
Ja, mit so einem Aufzug würde ich ganz bestimmt auch fahren. Wo noch halb das Wasser drin ist. Nach oben. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier unten noch Supermutanten sind, dass wir einfach mit hier nach unten gegangen sind, aber. Dann waren mir die Meyerlocks doch lieber. Oberfläche. Oh nein. Gott, hab ich mich jetzt von dem Ding erschreckt, weil das Wassergeräusche macht. Auf so weit zurück. Mal schauen, was es für eine Belohnung gibt. Krass. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman. Ich muss dir einfach was geben. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Ach, den Stromkorb. Das ist so. Noch schöner Fahrungsflug. Alter, nein. Das kann ich hier Zeug mitnehmen. Oh nein. Verdammt, ich hab das Zeug liegen lassen. Hey. Ja, Sir? Cotsworth. Bedienen Sie sich. Oh, danke schön. Das ist erstmal alles. Na gut. Er hat das so richtig in der Hand dann. Was war's denn? Lag euch einfach das Zeug, was ich hier gefunden habe, einfach in diese Station ein. Aufgepasst. Sir. Können Sie einfach nicht loslassen? Nee. Nicht von diesem wunderbaren Müll. So und verschrotte hier ein bisschen. Thank you.
Das haben sie schon beachtet, dass ich den in ihr nicht zerschrappen kann. Scheint wirklich was zu werden. Das produziert mehr Zwiebeln, wenn das hier auf sich steht. Okay, das sehe ich nicht gerade. Extrem viel Red Art, aber bei dem Red Storm ist mir das mal egal, das sieht einfach zu geil aus. Ich mach das. Also dieses Zwielicht und sowas, das ist schon extrem cool gemacht. Ach so, schon wieder auf. Ich wollte mir die Militärfrequenz anhören, aber wo hören schon die Richtung des Eingangs, ne? Ja. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungsschub Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Ja. Mach mal später. Wir überleben noch ein Level. Ein Level noch, dann kann ich das hochmachen. Ich bin nur anders. Ach schön. Schadensresistenz kann man immer gebrauchen. So, aber bevor ich es vergesse, ist das noch was gucken. Stimmt, hier erstmal noch defensive Einrichtung.
So, dann... Moment. Gehen wir noch mal kurz die Aufbereitungsanlage. Holen noch unser Zeug ab. Ja, würde ich auch sagen, wir verwenden meinen Red Array langsam. 44 weniger HP macht schon gut was aus. Komm. Ah. Ach, jetzt weil ich das Wasser abgelassen habe, jetzt geht das ja auch. Ah. Das Gebrauch kann, fresse ich ein Wesen. Bitte schön, Kotzi. Ja? Man hört nur das Summen meines atomaren Antriebs. Kotzi. Sind schon 154%. Dampins Bluff 47%. Starlight Raven auch 47%. Ist ja auch ganz okay, würde ich sagen. Aber sicherlich. Das glaube ich, habe ich mir sowieso mal vorgenommen, dass ich wirklich mal alle Siedlungen, sage ich mal, so ein bisschen ausbaue und beziehungsweise mal umbaue oder da überall mal ein bisschen was mache und so. Also da hat man ja auch richtig zu tun dann. Deswegen lasse ich auch die Sachen überall in den Siedlungen an sich, wenn ich dort was zerlege und so weiter. Dann hast du da immer klein bitte was auf Vorrat. So, was aufgepasst! Was meines ist ihres, Sir! Ne, ist ja nicht. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Ja, ich will nur ein bisschen handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Und zwar. Ja, du kriegst dieses ekelhafte Teil hier. Man denkt, man ist sicher, aber man ist es nicht. So kriegen sie einen immer. Ach schön. Genau muss so was das Ich habe Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die unsere Hilfe braucht. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Eine Siedlung benötigt deine Hilfe. Scheint wirklich was zu werden. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Ja, willst du da pinkeln oder was? Das ist Mama Mofi. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Naja, aber nicht jeder kann Menschen reparieren. Ist einfach so. Ich suche gerade Murphy, Mama, aber irgendwie finde ich sie gerade nicht. Ich gucke gleich nochmal erstmal. Das zeigt wieder ein gelabert. Zwei Nuka Cherry, drei Nuka Cola.
ins Wasser. Jetzt die Wodka. Also kann ich jetzt schon richtig viel anpflanzen, ey. Was ich da jetzt alles mitgenommen habe. Oder warte mal. Man könnte doch jetzt so ein Ding bauen, womit man Strahlung wegmacht. Ne, das war nicht mit Creation Clip. Alter, was mit der Frame Rate? Oh, die ist ja gerade richtig eingestürzt. Wo war das drin, ey? Ich könnte schwören, das war hier mal drin, aber das ist alles noch so eine Station. Ich habe gerade keine Ahnung, wo das drin war. Deswegen, ich benutze das einfach erstmal in Redaway. So. Was ist denn denn nochmal Murphy? Ich sollte mal doch hier so eine Glocke bauen. Aber mach mal du schön deine Arbeit. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ich vermisse ihn nur so sehr. So, Mama Murphy ist tot. Also ich habe echt gerade keinen Plan, wo die rumrennt. Lass noch meine Power-Rüstung. Steht an Ort und Stelle. Zwei Geschützturm. Ja, ich mach das gerade ein bisschen mit Watz. Okay. Manche Tage sind hart. Da hinten ist er. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Was war das denn gerade? Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Ich hoffe, die Farbe meiner Energie ist blau. Das dritte auch. Nein. Du bist nicht das schon wieder. Ohne doch, das. Ich probiere es einfach nochmal. Nein, drohen werde ich ja nicht, weil das würde eh nichts bringen, glaube ich. Ich probiere es nochmal. Das dritte Auge ist es nicht wert, dass du dich deswegen umbringst, Mama Murphy. Es muss nicht definieren, wer du bist oder was du geben kannst. Das ist meine Entscheidung, oh, Kind, nicht deine. Und jetzt lass mich mal eine Weile damit in Ruhe, okay? Schade, schade. Marmelade. Oh, egal. Besten und kurzlos gefällt das. Oder es ist okay. Okay. Was steht als nächstes an? Gucken wir mal.
nur so ein kleines Dings gefunden davon. Okay. Wo sind das hier nochmal? Da könnten wir jetzt ruhig mal als nächstes hin. Jetzt wollen wir ja ein bisschen weiter uns üben. Ja, ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, war es das auch wieder für diese Folge. Bis zur nächsten Folge mit Verschwindi Murphy und dem... Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Ich habe hier... Aber die Fern, das Dritte. Nein, du bist abhängig. Nicht das schon. Ohne das Dritte. Das dritte Auge. Das ist meine Entscheidung, Kind, nicht deine. Und jetzt lass. Ja, gut, das war jetzt ausgegraut, deswegen war die hier läuft es Chance, glaube ich, gerade die gleiche. Aber ich bin nicht allein. Und immer wenn das wieder rot ist, habe ich wieder einen neuen Versuch, sie zu überreden. Die Chance, sie zu überreden, ist wahrscheinlich auch ziemlich niedrig. 5% oder sowas, wie es aussieht. Also, rot ist ja richtig schwierig. Obwohl mein Charisma jetzt gar nicht so schlecht ist. Was ist das? Auf 6 Punkte. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, vielleicht müsste ich das hier auch einfach mal machen. Und erhalten 5% der Schaden im Kampf und sind die Dialogen einfacher zu überreden. Oh Mann, man will ja am liebsten alles gleichstellen, skillen, ey. So, aber jetzt wirklich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.